Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weltbild liest. Mein Name ist Franziska Kurz und ich freue mich sehr, Sie ab heute bei Weltbild liest immer wieder begrüßen zu dürfen. Literatur begeistert mich und begleitet mich auch schon mein ganzes Leben lang. Darum freut es mich ganz besonders, heute zu Gast in Ihren Wohnzimmern zu sein und mit Ihnen über die und mit den Menschen zu sprechen, die die Geschichten schreiben, die Sie und ich so sehr lieben. Mein heutiger Gast ist eine ganz besondere Frau. Sie hat etwas getan, wofür vielen von uns, mich absolut eingeschlossen, der Mut fehlt. Sie hat ihren festen Job gekündigt und ist ihren Träumen gefolgt. Diese Träume haben sie geführt auf fremde Kontinente, in grüne und sehr staubige Landschaften, zu tollen Tierbegegnungen, mitten hinein in Stürme und Regen und alles, was so dazwischen liegt. Sie ist Deutschlands wohl bekannteste Outdoor-Bloggerin und sie hat ein Buch geschrieben. Katrin Heckmann ist die Autorin von Fräulein Draußen, am 15.06. erschienen bei Ullstein und natürlich in allen Weltbild-Filialen und bei Weltbild online erhältlich. Sie lässt uns teilhaben an ihren Reise- und Wanderabenteuern auf ihrem Blog Fräulein Draußen und natürlich in ihrem Buch, das ich vorab gelesen habe. Überraschung. Und Sie können hier währenddessen liken, kommentieren, teilen und natürlich Fragen stellen. Wir freuen uns sehr darauf, was Sie denn von uns wissen möchten. Ich schaue immer wieder herein, was Sie so fragen und wissen wollen. Aber bevor ich mit Katrin sprechen darf, machen wir einen Schwenk nach Riesa in die dortige Weltbild-Filiale und ich spreche mit Juliane Schunk. Liebe Juliane, magst du dich vorstellen? Und nachdem ich vor ein paar Jahren das Glück hatte, hier in der Filiale in Riesa ein Praktikum machen zu dürfen, habe ich mich in die Arbeit verliebt und bin seit 2018 stolzes Mitglied als Medienverkäuferin und möchte gar nichts anderes mehr machen. Was begeistert dich am Alltag als Buchhändlerin? Mich begeistert an der Arbeit am meisten, dass ich andere Gleichgesinnte anstecken kann. Der Austausch mit den Kunden über tolle Geschichten, welche ihnen Spaß gemacht haben, das Feedback ist so toll, wenn man wirklich getroffen hat, wenn man einem Kunden ein tolles Buch empfehlen konnte oder vielleicht sogar eine neue Serie. Der Kontakt allgemein mit unseren Stammkunden und das Umgebensein von Büchern. Allein der Duft, das macht einfach total viel Spaß. Ich kann mir das auch gar nicht mehr anders vorstellen. Was bedeutet die Literatur? Weshalb liebst du Bücher? Ja, ich liebe Bücher einfach. Jedes einzelne Buch ist ein Tor in eine andere Welt. Wir haben die Chance, durch diese fantastischen Autoren in Welten einzutauchen, die wir uns teilweise in unseren kühnsten Träumen nicht erträumen oder vorstellen können. Was die Autoren uns da schenken, ist unbezahlbar. Das ist Urlaub für die Seele, das ist einfach treiben lassen, Inspiration und eine Leidenschaft. Hast du aktuelle Lieblingsbücher für uns als Empfehlung mitgebracht? Na klar, auf jeden Fall. Und zwar zum Beispiel den vierten Teil der Duftapotheke von der Anna Ruhr. Eine wundervolle Serie, liebevoll gestaltet und genauso lässt sie sich auch lesen. Sehr spannend, wer die kennt, weiß, warum ich sie liebe. Altersempfehlung ist ab 10, aber ganz ehrlich, wer Fantasy mag, kann ich euch nur ans Herz legen. Im vierten Teil geht es darum, dass unsere Luzi eine Einladung kriegt zum Turnier der 1000 Talente. Und ja, klar, mit ziemlicher Sicherheit ist das eine Falle von ihrer Gegenspielerin Elodie. Aber trotzdem muss sie hin, um rauszufinden, was sie vorhat und nach Möglichkeit es zu verhindern. Sie hat auch wieder ihre üblichen Helferlein dabei, die sie unterstützen. Kann ich euch sehr ans Herz legen. So, und für alle, die es jetzt nicht ganz so mit der Fantasy haben, haben wir noch was in der Richtung. Einen schönen Roman, und zwar von einer meiner Lieblingsautorin, der Manuela Inusa. Das ist Teil 2 der kalifornischen Träume. Teil 1 war die Wintervanille. Ist was für Leute, denen das jetzt auch viel zu warm ist, ein bisschen ins Winterliche flüchten, aber natürlich kann man auch sofort mit dem starten. Die Lucinda hat eine Orangenfarm. Man bekommt beim Lesen schon echt Lust auf Orangensaft und Orangenkekse. Ist hier übrigens ein tolles Rezept drin. Leider geht es der Farm nicht so gut. Jedes Jahr im Juli lädt sie ihre besten Freundinnen ein für die sogenannten Orangentage. Und da kriegen die Mädels natürlich dann jetzt doch mit, wie schlecht es eigentlich um die Farm steht und
Wir wären nicht Mädels, wenn ihre Freundin nicht gleich einen Plan schmieden würden, wie sie ihr helfen können. Es ist sehr, sehr spannend. Es ist teilweise auch etwas ernster mit Tiefgang. Absolut zu empfehlen. Kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Und jetzt habe ich noch eine kleine andere Idee. Sommerurlaub ist ja auch die Zeit der Familie. Da haben wir ja so eine coolen Stadt-Land-Flussblöcke in verschiedenen Ausführungen. Wir haben die auch noch eine Nummer größer. Aber die Größe eignet sich natürlich hervorragend, um die mitzunehmen, zum Beispiel ins Freibad, in den Garten, zu Oma und Opa auf dem Balkon. Das ist ein toller Zeitvertreib, macht wahnsinnig viel Spaß und jetzt wünsche ich euch einen tollen Sommer. Das war doch mal echt gelebte Begeisterung für Bücher, oder? Aber nun zu meinem heutigen Stargast. Katrin, der Chefabenteurerin von Freundin Fräulein Draußen und Draußenfrau von ganzem Herzen. Das Buch Fräulein Draußen ist am 15.06. erschienen. Sie hat über 30.000 Fans in den sozialen Netzwerken und ihre Facebook-Gruppe Club der Abenteurerin hat mittlerweile 8.000 Mitgliederinnen, ausschließlich Frauen. Denn dort können Frauen Frauen fragen, alles um das Thema Outdoor, Wandern, Natur erleben und sich trauen. Dort wird man ermutigt und inspiriert und das ist auch zum großen Teil Katrins Verdienst. Liebe Katrin, schöne Grüße aus München nach München. Leider können wir uns wegen der Corona-Thematik nicht persönlich treffen, aber umso toller, dass wir uns wenigstens virtuell sehen. Hallo, liebe Franzi. Hi. Du, als ich deinen Blog vor unserem Treffen gescannt habe und mal geschaut habe, wer ist die so, was macht die, habe ich ein Bild gesehen, das hat mich komplett geflasht. Da war ein Streifenhörnchen drauf mit einem Wanderschuh. Liebe Regie, mögt ihr dieses schöne Foto zeigen? Und das hat mich an etwas erinnert. Ich war vor 3 Jahren wandern in den Nationalparks von Massachusetts und das Schönste, was ich da erlebt habe, war so ein kleines Streifenhörnchen, das auf so einem Weg plötzlich vor mir saß und guckte mich an und machte immer... Vollkommen unbeeindruckt, dass da Mensch. Und ich stand einfach nur da und habe mich gefreut. Und als ich das Foto gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das wird ein tolles Gespräch. Magst du uns was über diese schöne Begegnung erzählen? Ja, ich glaube, das ist eine der Tierbegegnungen, die man am häufigsten hat in Nordamerika, weil die Streifenhörnchen und Eichhörnchen und was es da alles gibt, doch, glaube ich, auch herausgefunden haben, dass es bei Menschen manchmal auch Futter gibt. Dieses Exemplar hat tatsächlich meine Nähe gesucht, weil es an dem Salz interessiert war, was an dem Wanderschuh war und auch an meinem Wanderrucksack und hat es so ein bisschen abgeschleckt. Es war also eine Mini-Ziege. Es war eine Mini-Ziege, ja. Wenn man so viel draußen ist wie du und so wahnsinnig gerne wandern geht, dass man es sogar zum Beruf macht, da muss doch irgendwann mal ein Anfang gewesen sein. Waren deine Eltern mit dir als Kind viel campen? War dir draußen Pilze sammeln, Tiere beobachten? Wie hat das angefangen? Also mein eigentlicher Anfang kam eigentlich relativ spät. Also ich war schon auch als Kind natürlich schon draußen, bin irgendwie mit meinem Bruder auf Bäume geklettert. Ich hatte früher eine ganz große Pferdeliebe und Hundeliebe und sämtliche Tierlieben und habe mir immer geschaut, dass ich mir irgendwo Hunde ausleihe und mit denen spazieren gehe oder so. Wir haben natürlich auch so Wanderurlaube gemacht mit der Familie. Also ich war irgendwie immer draußen und ich durfte immer draußen sein. Ich habe das, glaube ich, dann tatsächlich so ein bisschen verloren. Also das waren dann so die typischen Teenager-Jahre, wo ich irgendwie an allem anderen interessiert war, außer irgendwie jetzt wandern zu gehen oder keine Ahnung was. Und das hat dann erst so nach der Uni eigentlich bei mir angefangen. Also ich war damals einmal mit Freunden unterwegs in den Bergen. Ich komme ja auch aus München, also es lag eigentlich relativ nahe. Und wie gesagt, ich war natürlich vorher schon mal wandern, aber irgendwie bei dieser einen Tour hat es mich irgendwie so gepackt und ich habe mir irgendwie gedacht, okay, wandern, ich glaube, das mache ich jetzt öfter mal. Und bin dann tatsächlich irgendwie danach relativ oft alleine losgezogen und habe mir unseren Familienhund geschnappt, den wir dann irgendwann zum Glück hatten, sodass ich mir keinen mehr ausleihen musste. Bin einfach immer in die Berge gegangen und habe irgendwie erstmal kleinere Touren natürlich gemacht, weil ich auch nicht so wirklich Ahnung hatte, wie das jetzt funktioniert. Ich hatte keine Ausrüstung, ich hatte kein Wissen übers Wandern, über Berge, wie auch immer. Also das war so eine Reise, die sich irgendwie ganz langsam entwickelt hat.
Und so kam dann eins zum anderen. Irgendwie die Touren wurden immer länger, die erste Reise kam dann dazu, wo ich dann auch zum ersten Mal alleine unterwegs war, also erst mit einer Freundin, da war ich 4 Wochen lang im Westen der USA unterwegs. Und dann kam aber auch die erste Solo-Reise. Da war ich 2 Wochen in Schottland und das war ein ganz prägendes, eine prägende Zeit, nicht nur, weil ich zu dieser Zeit dann auch meinen Blog gegründet habe, sondern auch, weil ich dort zum ersten Mal wild gezeltet habe, alleine in der Wildnis oder Wildnis. Liebe Regie, von diesem Wildcampen haben wir auch ein ziemlich cooles Foto von deinem Zelt mitten in Schottland, ganz allein, Ja. auf einem Felsplateau. Ich fand das Foto richtig toll. Das war genauso, wie ich mir das vorher immer erträumt habe, sozusagen. Also irgendwie so alleine auf so einem Berggipfel zu sitzen und mein Zelt da aufzubauen und da geht die Sonne unter. Und ja, ich hatte natürlich auch ein bisschen Angst davor, so ganz alleine da draußen zu sein im Dunkeln. Das ist ja was, das ist man überhaupt nicht gewohnt. Also alleine sein sowieso nicht und dann noch irgendwie mit dem Zelt unterwegs sein und da ganz auf sich allein gestellt zu sein. Also es war schon auch irgendwie eine große Herausforderung und ja, aber ich habe überlebt, wie man sieht. Ich finde es sehr schön, dass du überlebt hast, sonst würden wir heute nicht miteinander reden. Ja, ich freue mich auch. Sag mal, wie kam es denn, dass dein erstes Reiseziel ausgerechnet Schottland gewesen ist? Das war einfach, also ich war zuvor noch nie dort auf den britischen Inseln, aber so, ich habe einfach Bilder von dort gesehen, so Schottland, Irland, so diese raue, wilde, ungezähmte Natur und es hat mich einfach irgendwie schon immer begeistert. Und ich wusste irgendwie, okay, da will ich möglichst bald mal hin. Und ja, dazu kommt halt auch, dass man dort tatsächlich wild zelten darf, was ja in Europa auch nicht so selbstverständlich ist. Und genau, dann habe ich mir gedacht, so jetzt geht's nach Schottland. Und eigentlich war das mit dem Alleinereisen eher so ein bisschen Zufall damals, weil ich eigentlich auch immer so jemand war, die sich gedacht hat, mit wem teile ich denn da meine schönen Erlebnisse oder wenn es mal nicht so gut läuft, ich kann eigentlich nicht so wirklich alleine sein, ich möchte lieber andere Leute dabei haben. Und damals eigentlich so ein bisschen aus der Not heraus und ja, war dann aber eine total coole Erfahrung auch. Und ja, ich bin ja bis heute noch relativ viel alleine unterwegs. Dafür hast du echt meine Hochachtung. Also ich glaube, wenn man so nur mit so einer dünnen Zeltwand getrennt vom Rest der Wildnis ist und hört dann irgendwelche Tierlaute oder liegt da und plötzlich ist es kalt und regnerisch oder es hagelt sogar, oh, ich glaube, ich würde mir regelmäßig ins Höschen machen. Das Verrückte dort war ja eigentlich, also da auf dem schottischen Hügel war ja eher, dass ich eigentlich gar nichts gehört habe, weil man hat ja dort keine. Also das ist ja alles quasi nur so Moorlandschaft. Das heißt, man hat keine Blätter, die rascheln. Es gibt jetzt auch nicht wirklich, ist klar, es gibt irgendwie Schafe, die dort rumlaufen oder so, aber nachts halt auch nicht. Die Zivilisation war relativ weit entfernt, also irgendwelche größeren Straßen oder so. Also ich habe eigentlich gar nichts gehört und das war eigentlich das Seltsame, weil ich habe da mein Zelt zugemacht und hatte so gar keinen Referenzpunkt mehr, weil man ja auch nichts sieht. Aber ja, es kann auch komische Geräusche geben nachts in der Natur, wo man sich dann auch manchmal denkt, was war das? Und was ist schlimmer für dich? Nichts hören oder alles hören und sich ausmalen, was denn da gerade so draußen rumläuft? Also ich glaube, mittlerweile kann ich das alles ganz gut einordnen. Ich glaube, ja, ich weiß auch nicht, ist eine gute Frage. Also ich glaube, an sich würde ich schon lieber zumindest hören, wenn irgendwas auf mich zukommt oder so. Ansonsten fühlt man sich irgendwie so ausgeliefert. Ich hatte ja damals auch bei der Zeltnacht, ich habe mir Benjamin Blümchen-Folgen mitgenommen auf meinem Handy und Ohrstöpsel, so zur Notfallberuhigung sozusagen. Und habe dann aber das auch nicht wirklich angehört, weil ich eben auch so das Bedürfnis hatte, ja, ich will zumindest irgendwie wissen, was los ist um mich herum. Und also deswegen wahrscheinlich lieber was hören. Bei deiner ersten Reise habe ich auf deinem Blog gelesen, da warst du ja noch ziemlich unvorbereitet und hast du auch gesagt, wie funktioniert das so auch mit der Ausrüstung, was packe ich ein? All diese Dinge, was muss man sich kaufen, wie packt man spezielle Techniken, was ist denn verzichtbar und was ist unverzichtbar? Ich habe das gemerkt, ich bin mit 18 Mal Kanu wandern gegangen und habe mir dafür einen Rucksack gekauft und war dann extrem überrascht, wie schnell der voll war. Und meiner Meinung nach hatte ich noch nicht mal das Überlebensnotwendigste drin.
Von daher, ich glaube, da kannst du ganz, ganz tolle Tipps geben zum Thema Packlisten. Erstens, was braucht man wirklich oder Frau? Und zweitens, wie macht man das, dass das alles da reinpasst? Liebe Regie, wir haben auch ein Foto von einem perfekt gepackten oder vorbereiteten Packen. Das war tatsächlich ziemlich perfekt gepackt. Das war die Ausrüstung für meine erste lange Fernwanderung. Da bin ich 3 Monate durch Großbritannien gelaufen. Und das war dann so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, also so, als ich angefangen habe, da hatte ich irgendwie noch den alten Trekkingrucksack von meinem Papa, der natürlich viel zu groß und viel zu schwer war, und habe irgendwie eine Flasche Rotwein mit auf den Berg geschleppt und sonst was. Also ich habe sie nicht getrunken, nur ein bisschen, aber irgendwie, ich bin auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich jetzt zum Beispiel die Flasche irgendwie in eine Plastikflasche umfüllen könnte, in eine kleinere oder so. Also das sind so Sachen, da weiß ich auch nicht, was damals los war. Da muss man einfach vielleicht erstmal drauf kommen. Genau, für diese Packliste, die man auf dem Bild sieht, habe ich dann aber tatsächlich sehr viel recherchiert und habe auch wirklich versucht, dadurch, dass ich eben einfach eine lange Strecke laufen wollte, sehr versucht, wirklich nur das Nötigste mitzunehmen und da auch wirklich Dinge, die leicht sind. Und die natürlich aber trotzdem irgendwie dem britischen Wetter standhalten können. Ich glaube, ja, grundsätzlich tendiert jeder dazu, irgendwie viel zu viel mitzunehmen. Man merkt dann aber unterwegs auch relativ schnell, was man braucht und nicht. Also ich habe selbst bei dieser Packliste dann so nach 2 Wochen noch Sachen zurückgeschickt. So zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, ein kurzärmeliges T-Shirt, weil man kann einfach auch ein langärmeliges T-Shirt anziehen und braucht nicht noch ein kurzärmeliges T-Shirt, solche Sachen. Ich finde es immer super hilfreich, wenn man sich tatsächlich eine Packliste anlegt vorher, also wirklich so ganz romantisch eine Excel-Tabelle und dort einfach wirklich alles, was man mitnimmt, penibel einträgt. Also sei es irgendwie die großen Dinge wie Zelt und so weiter oder aber auch sowas wie, weiß ich nicht, eine Haarbürste oder weil, ja, und auch die Sachen wiegt und quasi mit Gewicht einträgt. Weil so sieht man dann wirklich auch gut, okay, wo kann man sparen, was ist vielleicht unverhältnismäßig schwer, sodass ich es vielleicht doch zu Hause lasse und kann dann da ganz gut rumspielen. Und ja, mit meiner Excel-Tabelle habe ich damals sehr viele Stunden verbracht. Und es hat sich dann aber auf jeden Fall gelohnt. Also die Ausrüstung war ziemlich perfekt und hat mir gute Dienste geleistet. Und ich habe sie eigentlich auch bis heute wenig verändert. Also klar kommt irgendwie mal was Neues dazu oder so, aber ja, im Prinzip war das ganz gut so. Du hast also ein sehr romantisches Verhältnis zu deiner Pack-Excel-Liste. Ja. Kann man sich das dann so vorstellen, dass du mit einer Küchenwaage tatsächlich anfängst, eine Zahnbürste und Zahnpasta zu wiegen und eine Haarbürste, oder wie läuft das ab? So kann man sich das vorstellen, Echt? ja. Ja, also ich habe das tatsächlich damals einfach einmal gemacht, weil es kommt dann, man denkt halt so, ach, das sind ja nur 100 Gramm oder das sind halt nur 50 Gramm, aber das, ja, da kommt halt einfach schnell eins zum anderen und so dieses Kleinvieh macht auch Mist, dieser Spruch, kommt bei sowas natürlich schnell zum Tragen und Tragen ist auch ein gutes Stichwort, man muss einfach alles tragen und ich habe tatsächlich so gemerkt, zum Beispiel, bevor ich mir ein Campingplatz gesucht habe, wo ich mein Zelt aufstellen wollte, habe ich noch mal meine Wasserflaschen vollgefüllt. So, das waren dann vielleicht mal 2 Kilo mehr. Und gerade wenn man auch bergauf läuft oder so, das merkt man einfach total. Also auch ja, so kleine Dinge können einfach viel ausmachen. Und je weniger man mit sich rumträgt, desto mehr Spaß hat man einfach, desto geringer ist auch die Gefahr, sich irgendwie zu verletzen oder irgendwie, dass es zu Überbelastungen kommt oder so. Und ja. Ja, das hast du auch in deinem Buch thematisiert. Wenn man alleine unterwegs ist, ist man natürlich auch verantwortlich für sich und für seinen Körper und eben auch der Einzige, der verantwortlich ist, wenn tatsächlich eine Verletzung auftauchen sollte. Du sagst da oder du gibst da ein paar Tipps, was man so machen kann, um zum Beispiel seine Füße zu entlasten oder nach einem harten Tag wirklich gezielt zu entspannen, damit man sich eben nicht furchtbare Blasen läuft oder irgendwo wund reibt und so weiter. Magst du uns mal deine tollsten Tipps zeigen oder Also, erklären? zeigen. Ja. Also ja, ich glaube, die Füße sind grundsätzlich was, was einfach total oft vernachlässigt wird. Die stecken immer in irgendwelchen Schuhen. Man macht nichts damit. Auch so, wenn man Sport macht, dann macht man irgendwie, weiß ich nicht, Rücken oder Beine oder sowas. Aber man macht eigentlich nie was für die Füße. Aber die Füße sind natürlich, also natürlich arbeitet der ganze Körper irgendwie beim Wandern, aber die Füße natürlich besonders. Und zum einen ist es echt total wichtig und hilfreich, einfach so, auch gerade wenn man eine längere Tour plant, so ein bisschen Fußübungen vorher zu machen.
um die Füße einfach so ein bisschen zu kräftigen und zu dehnen. Also das können so ganz einfache Sachen sein, wie auf die Fersen stellen oder so oder auf die Zehen. Ja, und unterwegs ist es einfach wichtig, so regelmäßig Pausen zu machen. Also so meine Orientierung sind immer so alle 10 Kilometer und dann aber auch wirklich so aktive Pausen. Also irgendwie Schuhe ausziehen, Socken ausziehen, die Füße ein bisschen lüften, irgendwie ein bisschen durchs Gras laufen oder in den Bach halten oder so. Und ja, so hatte ich eigentlich tatsächlich nie irgendwelche Fußprobleme beim Wandern, was ganz gut ist. Also ich klopfe jetzt mal auf meinen Laptop für deine Füße. Oh ja, ich auch. Liebe Katrin, man spürt bei dir Sehnsucht und Ehrfurcht vor der Natur und in der Natur. Du hast einmal in einem Interview gesagt, mich fasziniert daran das Langsame in der Natur unterwegs sein. Mir gefällt die Entschleunigung und das Draußensein, ganz viel Sehen, Riechen und Hören, das finde ich spannend. Du hast bestimmt ganz, ganz viele wunderbare Bilder und Momente im Kopf, wenn du an deine Wanderungen denkst. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist dein wunderbarster, dein magischster Moment? Was sagst du dann, außer dass ich fies und gemein bin? Also ich glaube, also tatsächlich so einer der wunderbarsten und magischsten Momente war diese erste Wildzeltnacht, wo ich einfach mich so wirklich gefühlt habe wie der größte Entdecker auf der ganzen Welt, obwohl ich ja nur irgendwie, keine Ahnung, 200 Meter über der Straße in einem Zelt geschlafen habe und am nächsten Morgen auch direkt wieder runter bin und zum Auto bin und weitergefahren bin. Aber ja, ich glaube so grundsätzlich einfach also draußen schlafen und halt wirklich so dieses abends irgendwie vorm Zelt sitzen, über eine weite Landschaft schauen, die Sonne geht unter, man hat irgendwas zum Essen oder zum Trinken und ja, sitzt einfach nur da und macht einfach nichts, weil es auch einfach nicht wirklich was zu tun gibt, außer da zu sitzen und zu gucken. Das sind tatsächlich schon immer die besten Momente, finde ich. Also ich glaube, jeder, der Wert auf Achtsamkeit legt oder sich mit diesem Thema beschäftigt, wird dir gerade laut applaudieren, weil das ist ja genau das Ziel von Achtsamkeit, ne? Dieses einfach nur Sein. Ja. Und nur das tun, was man eben gerade tut. Sein und sitzen. Ja. Und gucken. Und genießen. Und ich glaube, Wandern ist tatsächlich so, ich meine, es gibt ja wirklich 1 Milliarde Ratgeber, wie man dieses Ziel erreichen kann und auch 1 Milliarde Wege. Aber ich finde immer, Wandern ist eigentlich, oder zu Fuß gehen ist einfach so mit das Einfachste. Weil man eben in dem Moment wirklich nichts anderes zu tun hat und einfach nur geht und einen Fuß vor den anderen setzt. Und das kann am Anfang schon mal ein bisschen herausfordernd sein. Also gerade immer, wenn ich so in den ersten Tagen von Natur, ist das immer so dieses, okay, was mache ich jetzt, worüber denke ich jetzt nach, was mache ich jetzt mit meinen Händen, wem könnte ich jetzt irgendwas schicken oder keine Ahnung. Also da muss man dann erstmal auch immer so ein bisschen runterkommen irgendwie. Aber das passiert dann eigentlich von ganz alleine, einfach dadurch, dass man ja einfach ganz langsam unterwegs ist. Dieses, es passiert irgendwann von alleine, kann ich bestätigen. Ich gehe selber ziemlich gerne wandern, aber also lang nicht auf deinem Level. Nur was ich immer merke, ist so die ersten 3, 4, 5 Kilometer, da macht mein Hirn die Einkaufsliste. Du hast die falschen Socken an. Irgendwie ist es heute echt warm. Wo ist meine Wasserflasche? Also vollkommen bekloppt, es unterhält sich mit sich selber. Kennst du das auch? Ja, also es gibt, also es ist tatsächlich nicht so, dass wenn man wandert, dass man dann quasi nur irgendwie geistig über irgendwelche Wiesen läuft und so ganz bei sich ist. Also ich glaube, es gibt so unterschiedliche Zustände. Also ich mache da tatsächlich schon auch so ganz viele Gedankenreisen und irgendwie, oft kommen mir irgendwie Erinnerungen hoch, wo ich irgendwie schon lange nicht mehr drüber nachgedacht habe oder so, einfach weil man gar keine Zeit hat, über irgendwie sowas nachzudenken. Dann gibt es aber auch so für mich diese Momente, wo ich dann merke, jetzt war ich quasi gar nicht bei mir, sondern habe mich so wirklich voll auf das fokussiert, was ich irgendwie sehe und um mich herum wahrnehme.
Und dann gibt es aber auch so diese Phasen, wo ja eigentlich so die ganze Logistik im Kopf auch eine Rolle spielt und einfach so dieses, mir ist zu warm, ich habe Durst, wo ist das nächste Wasser, wo schlafe ich heute? Also gerade auch bei so längeren Trekkingtouren oder so, oder keine Ahnung, auch so Sachen, wo führt der Weg lang, wo ist der nächste Weg weiter, habe ich mich verlaufen, wie viel Zeit habe ich noch? Also so, das kommt natürlich auch immer dazu. Also ich finde es gerade sehr beruhigend, dass es dir zumindest teilweise genauso geht. Aber wir kommen nochmal zurück zu Achtsamkeit und magischen Momenten. Ich habe nämlich auch davon ein Foto für unsere Zuschauer. Liebe Regie, zeigt dir das? Von magischen Momenten zu Freundschaft. Ich war schon mal mit Freundinnen über ein langes Wochenende weg und es hat auch wunderbar funktioniert, wenn man sich vorher so ein bisschen abspricht, wie verläuft denn so dein typischer Tag und was willst du denn sehen und erleben und entdecken. Aber du warst ja eine ganze Spur härter. Du bist mit einer Freundin tatsächlich wandern gegangen über eine sehr viel längere Strecke. Magst du uns ein bisschen teilhaben lassen, wo es hinging und wie das so gelaufen ist? Ich mache mir nämlich echt so ein bisschen Gedanken, seitdem ich das gelesen habe, wie so eine Belastung, so eine gemeinsame Wanderung mit unterschiedlichen Konditionen und Befindlichkeiten denn auf Freundschaften wirkt. Welche Wanderung meinst du genau? Die nach Utah oder in Utah. Ach so, ja, das war ja quasi, da waren wir nicht wirklich wandern, das war quasi, ja, wirklich meine erste Reise, die ich gemacht habe. Mhm. Und das war ein Roadtrip mit der Freundin zusammen. Da waren wir ja 4 Wochen im Südwesten der USA unterwegs und ja, also ich glaube, es war auch ihre erste große Reise und es war einfach total aufregend und das war aber keine längere Wanderung oder so. Also das finde ich ist irgendwie was anderes, weil es da einfach super, also relativ schwierig ist, irgendwie Kompromisse einzugehen. Was man jetzt so, wenn man jetzt irgendwie im Auto sitzt oder so, dann kann man sagen, ja gut, dann halten wir halt hier an oder so. Aber beim Wandern ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass man sein Tempo geht, dass man irgendwie Pausen macht, wenn man Pausen braucht und isst, wenn man essen will und so weiter. Das habe ich tatsächlich bisher immer alleine gemacht. Auch irgendwie, also natürlich einerseits, weil es auch nicht so einfach ist, für einen längeren Zeitraum irgendwie Leute zu finden, aber auch einfach wirklich, weil es ja bewusst letztendlich einfach um wirklich meine Wanderung machen zu können. Aber das stelle ich mir tatsächlich schwierig vor, wobei ich schon auch gerne mit anderen Leuten unterwegs bin. Also ich habe schon mit Freunden kürzere Trekkingtouren gemacht. Und klar gibt es dann mal die Momente, wo man irgendwie mal sagt, so jetzt, keine Ahnung, lass mich mal in Ruhe kurz oder so. Das gehört dann irgendwie dazu, aber es ist schon auch sehr cool, irgendwie ja schöne Momente teilen zu können oder wenn dann irgendwie es den ganzen Tag durchregnet, einfach auch mal zusammen meckern zu können. Ja, Regen ist ein gutes Stichwort. Du hast ja gesagt, du bist tatsächlich ein Fan von Schlechtwetter und Regen und Temperaturen, die unter denen liegen, die wir heute in München haben. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist im Rest von Deutschland, aber hier sind es 29 Grad und ich würde gerade nicht draußen sein wollen bei körperlicher Betätigung. Ja, ich bin auch lieber draußen, wenn es ein bisschen kühler ist. Und ja, es kommt natürlich immer drauf an. Also jetzt, wenn es irgendwie durchregnet, dann wird es natürlich auch irgendwann schwierig, wenn dann so alles nass ist und auch nicht mehr trocken wird vor allem. Das ist ja das Schlimme, gerade auch wenn man im Zelt schläft und dann ist irgendwie die Kleidung nass von tagsüber und das trocknet in der Nacht nicht. Und aber ansonsten bin ich tatsächlich großer Fan von schlechtem Wetter und einfach auch von so, ja, so mystischem Wetter irgendwie, also so Nebel oder dunkle Wolken oder irgendwie Wind. Also einfach so die Elemente spüren. So wenn zum Beispiel so der Nebel langsam vom Fluss hochkriecht und so hochwabert. Genau das. Findest du das cool? Genau das. Von Wetter zu Wildnis. Von Land zu Land, von Mensch zu Mensch ist es verschieden, was wir als Natur wahrnehmen, was wir als unberührt wahrnehmen und was als Wildnis. Aber es gibt auch feste Definitionen. Bei uns Deutschen sowieso, wir definieren ja alles, aber das gibt es auch in anderen Ländern. In Deutschland ist die Definition für Wildnis
Ich lese das mal vor, das konnte ich mir nicht merken. Ausreichend große, weitgehend unverschnittene, nutzungsfreie Gebiete von Menschen weitgehend unbewusst. Unbeeinflusst, Entschuldigung. Und das trifft auf 0,6% der Gebiete hierzulande zu. Also erstmal finde ich das eine echt wilde Beamtendefinition von Wildnis. Und dann 0,6%, also, und das auch nur für dieses weitgehend unverschnitten. Das heißt ja nicht, dass es pur und unberührt, sondern nur so ein bisschen. Ja, also diese 0,6% sind ja die quasi die sogenannten Kernzonen in den Nationalparks, die wir in Deutschland haben, wo man quasi absichtlich gesagt hat, okay, in dieser eingegrenzten Fläche darf jetzt alles irgendwie machen, was es will. Also das ist auch quasi schon eher wieder so eine künstliche Wildnis, die, ja, oder die Flächen, die quasi irgendwann mal zu Wildnis werden sollen, besser gesagt, glaube ich. Also, ja. Also quasi Wildnis im Werden. Genau. In Schweden sieht das Ganze viel besser aus. Die sagen, das Gebiet muss mindestens 1000 Quadratkilometer groß sein, mehr als 15 Kilometer entfernt vom nächsten Verkehrsweg, Straße oder Schiene. Und das ist ja mal was anderes. Ich glaube, so eine Fläche, mindestens 1000 Quadratkilometer groß, wirklich wild und unbelastet und mehr als 15 Kilometer von allem, was Verkehr ist, weg, das gibt es in ganz Deutschland nicht, oder? Definitiv nicht, nee. Ich habe mal so heftig nachgedacht, was ich alles von Deutschland kenne und das, nee, oder? Nee, leider nicht. Also das gibt es ja tatsächlich nur noch oben im Norden von Skandinavien und ja, ich glaube, so in Schottland gibt es auch noch so ein paar Gebiete, die man noch als Wildnis bezeichnen kann. Aber das war's. Was halt einfach daran auch liegt, dass einfach hier viele Menschen wohnen. Ja, wir haben viele Menschen auf relativ wenig Quadratkilometer. Das könnte ein Grund sein, warum wir wenig Wildnis haben. Könnte sein, ja. So. Ich habe jetzt beamtenmäßig definiert, was Wildnis ist in Deutschland. Aber jetzt würde mich interessieren, was ist denn für dich Wildnis? Woran denkst du, wenn du dieses Wort hörst? Also, ich meine, ja, letztendlich ist Wildnis schon so für mich das Klassische. Also wirklich, wenn ich irgendwo auf einem Berg stehe oder wo auch immer und in jede Richtung gucke und nichts anderes sehe als Natur und irgendwie auch noch weiß, dass quasi hinter dem nächsten Berg auch nichts anderes kommt als weitere Berge oder wie auch immer. Also das ist schon was mich auch am Anfang total rausgezogen hat, einfach so diese Sehnsucht nach der Wildnis, was mich auch dazu veranlasst hat, halt viele von diesen weiten Reisen zu unternehmen, sei es irgendwie nach Nordamerika oder nach Patagonien oder nach Australien, einfach wo man solche Gegenden findet. Also ich finde, das ist einfach, wenn man sowas sieht, das ist einfach, ja, das kann man irgendwie nicht nachmachen, so in Deutschland oder so. Ich habe aber schon auch mit der Zeit so meine Definition irgendwie so ein bisschen erweitert und habe eigentlich gemerkt, so, dass man Wildnis eigentlich auch im Kleinen finden kann und dass eigentlich Wildnis irgendwie Natur ist. Also, dass jeder Vogel irgendwie Wildnis verkörpert. Und jeder Strauch oder wie auch immer. Und also mein klassisches Beispiel, das schrieb ich auch im Buch drüber, ist zum Beispiel die Wasseramsel. Die habe ich in Deutschland getroffen oder in der Schweiz, die habe ich aber auch in Nordamerika getroffen oder in Kirgisistan oder in Finnland. Und das war dann irgendwie, irgendwann habe ich so drüber nachgedacht und habe mir gedacht, wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen der Wasseramsel in Deutschland oder der in Kirgisistan? Und es gibt natürlich keinen. Und ich glaube, das war tatsächlich so ein ausschlaggebender Moment, wo ich dann auch irgendwie realisiert habe, okay, einerseits ist natürlich Wildnis so für mich diese Weite, aber Wildnis ist für mich auch einfach dieses, ja, dieses Naturerleben und ja, einfach Natur in jedem Sinne. In Schweden hast du ja dein Buch geschrieben. Mhm. Und ja, auch im Buch davon erzählt, wie du das schreibst. In diesem kleinen Ferienhaus in Südschweden. Magst du uns erzählen, wie das war, dort ganz allein
vor dich hinzuschreiben und darüber nachzudenken, was denn dein Wanderleben bis dahin so mit sich gebracht hat, dass du gerne mit der Welt teilen möchtest? Also ich bin jetzt also ich hab, bin quasi hab in dem Haus in Schweden angefangen zu schreiben und war natürlich zu dem Zeitpunkt irgendwie, also das war ja quasi vor 1,5 Jahren, also da war ich auch schon so ein bisschen gewohnt, irgendwie mit mir alleine zu sein. Und das war aber trotzdem nochmal so Next Level, wirklich an einem Ort zu sein und so jeden Tag irgendwie das Gleiche zu sehen. Ich war halt vorher doch irgendwie viel unterwegs und auch wenn man beim Wandern langsam unterwegs ist, dann bewegt man sich ja doch die ganze Zeit vorwärts. Und ja, natürlich habe ich mir da ganz bewusst irgendwie die Ruhe genommen, habe gesagt, ich bin jetzt an einem Ort und schreibe einfach jeden Tag und schaue einfach, was am Ende bei rauskommt sozusagen. Und habe aber gleichzeitig auch so dieses die ganze Zeit an einem Ort sein total genossen. Und ich hatte da jeden Tag meine gleiche 5-Kilometer-Runde, die ich gegangen bin. Und das war dann auch gerade so der Übergang zum Frühling. Und ich habe einfach dann so, ja, seit langem zum ersten Mal so gesehen, wie sich auch so ein Ort mit der Zeit irgendwie verändert, wenn man einfach mal wieder länger an einem Ort ist. Das war irgendwie total spannend. Also wie dann so der Schnee schmilzt und die Vögel langsam wieder erwachen und so weiter. Ja, das Schreiben an sich war natürlich einfach irgendwie eine verrückte Reise in die Vergangenheit, weil ich jetzt auch sehr viel unterwegs war in den letzten Jahren und da fehlt natürlich schon manchmal so ein bisschen die Ruhe, um auch alles irgendwie verarbeiten zu können. Und ich habe halt immer irgendwie gemacht. Und ja, eigentlich habe ich so während dem Schreiben dann irgendwie den roten Faden so in meinen letzten Jahren entdeckt und auch so ein bisschen einfach gesehen, okay, wie hat irgendwie eins zum anderen geführt. Und das war total spannend. Also quasi das, was wir normales Leben nennen, wenn so die Jahreszeiten vorbeigehen und die Tage vergehen und man kann zugucken, wie was verblüht und aufblüht, das war für dich richtig spannend, mal wieder an einem Ort zu erleben. Ja, tatsächlich, ja. Also wirklich so 2 Monate. Ich meine, ich war schon auch immer natürlich zwischendurch zu Hause mal und ich bin jetzt ja kein Dauerreisender in dem Sinne, also kein Weltreisender, der irgendwie jahrelang am Stück unterwegs ist, aber ja, das habe ich tatsächlich länger nicht mehr gehabt. Du, Katrin, wir haben begeisterten Zuspruch, habe ich gerade gesehen. Cool. Ein Dominik sagt, er findet dich total super. Wird dein Buch kaufen. Sehr gut. Er ist sehr gespannt auf deine nächsten Abenteuer. Das ja, ich auch. Danke. Und er sagt, Schweden ist ein wirklich tolles Land zum Wandern. Es stimmt dir absolut zu. Ja, ich war da tatsächlich noch nie so wirklich länger in Schweden unterwegs, wandernd. Das steht auf jeden Fall auf meiner Wunschliste sehr weit oben. Sehr cool. Ja, bevor ich jetzt begeistert unterbrochen wurde, mir ist noch eingefallen, man sagt ja immer, man soll nicht vergessen, dass das eigene Leben, wenn man Kinder hat, die Tage, die so vorbeigehen, sind das, was die Kinder Kindheit nennen. Und was die als Kindheit erleben. Und ich glaube, wir machen uns generell viel zu wenig bewusst, dass das, was wir jeden Tag erleben, tatsächlich unser Leben ist. Ja. Dass wir auch viel mehr darauf achten sollten, was passiert denn um uns herum und vielleicht auch in uns drin. Ja, ich glaube, man tendiert einfach dazu, einfach viel zu weit immer in die Zukunft zu denken und immer nur zu überlegen, was mache ich morgen oder was mache ich übermorgen oder nächstes Jahr, aber nie so wirklich darüber oder selten so wirklich darüber nachdenken, was mache ich eigentlich jetzt gerade. Und da ist das Wandern tatsächlich eben auch ein ganz guter Lehrmeister, sage ich mal. In deinem Buch Fräulein draußen können wir dir folgen nach Großbritannien, nach Afrika, nach Island. Ich habe es mir aufgeschrieben, weil also es war echt viel. In die USA, nach Alaska, nach Utah, nach Schweden und in die Uckermark. Ja. Also ich muss sagen, beim letzten habe ich echt so ein bisschen gestutzt. Ich war so, Uckermark. Also außer, dass da unsere Bundeskanzlerin herkommt, weiß ich echt nichts über diesen Landstrich. Aber was ich gemerkt habe, war, du hast eine Gabe. Jeder Landstrich, jedes Land hat bei dir beim Erzählen etwas Besonderes bekommen. Etwas Magisches, etwas Einzigartiges. Wie schaffst du das, überall etwas Schönes zu finden?
Ich glaube, es gibt überall was Schönes. aber das ist tatsächlich, man muss das schon manchmal erst sehen lernen, sage ich mal. Also wenn ich glaube, das hat mir auch dieses viele Reisen und Wandern irgendwie beigebracht, hat einfach so dieses genauer hinzuschauen. Und ich glaube, wenn mich jemand vor 5 Jahren oder so in die Uckermark gestellt hätte, dann hätte ich es weniger schön gefunden oder weniger aufregend. Aber ja, das war tatsächlich damals so meine erste wirkliche Wanderung in Deutschland. Und da habe ich halt auch so gemerkt, so, dass ich eigentlich überhaupt, also es hat sich einerseits angefühlt wie Heimat, aber es war auch total aufregend tatsächlich. Also ich fand es wirklich einfach aufregend und vielleicht sogar aufregender als irgendwie Wandern in Nordamerika, wo ich zu dem Zeitpunkt dann irgendwie schon ein paar Mal war und auch da gerade erst von zurückgekommen bin. Und ja, ich habe einfach gemerkt, dass, ja, dass man einfach überall draußen sein kann und dass es überall Natur gibt, jetzt mal ganz einfach gesprochen, die man halt auch entdecken kann. Und die halt auch überall spannend ist. Zum Thema überall entdecken. Du bist ja ein Fan eines uckermarkschen Vogels, der Wasseramsel. Wir haben von der auch ein Foto. Und ich würde dich bitten, Ein uns ein sehr bisschen was gutes. zu erzählen über den Vogel und das Bild. Also das Bild ist entstanden im Winter in Finnland. Also wie gesagt, das war ja der Vogel, über den ich vorher schon kurz gesprochen habe, der mir so irgendwie überall auf der Welt mal über den Weg geflogen ist oder getaucht ist, besser gesagt. Das ist, glaube ich, der einzige Singvogel, der tauchen kann. Also es ist total spannend, die zu beobachten. Die kommen fast überall auf der Welt vor und das war immer so ein bisschen meine Reisebegleitung irgendwie. Also man sieht die nicht so oft. Also es ist jetzt nicht so wie normale Amseln oder keine Ahnung, die dann irgendwie an jeder Ecke sitzen, aber sie sind mir tatsächlich fast überall auf der Welt irgendwie schon mal begegnet oder in vielen Teilen der Welt. Und das war dann immer so, ach guck mal, die Wasseramsel ist ja hier auch. Und ja, ich hatte immer so das Gefühl, die reist irgendwie so ein bisschen mit mir durch die Welt und ist irgendwie so mein Stückchen Heimat oder so. Quasi dein persönliches Maskottchen. Genau, ja, genau. Wir haben die Katrin im Vorfeld gebeten, zwei, drei Lieblingsbücher sich zu überlegen. Weil, also ich finde, diese Frage ist zumindest bei mir immer mit wahnsinnig viel Nachdenken verbunden. Welches Genre, welchen Schriftsteller, wer ist jetzt vielleicht potenziell sogar im Grab beleidigt, weil ich nicht sage, du bist der einzig Wahre. Deswegen posten die Kolleginnen vom Weltbild Social Media Team Ihnen jetzt die Links zu den Büchern in unsere Kommentarspalte. Und Sie müssen nicht mitschreiben, Sie können einfach nur zuhören. Katrin, deine liebsten Buchtipps für uns. Warum hast du sie ausgesucht und was würdest du gern noch dazu sagen? Also hab mir damit überhaupt nicht schwer getan. Also ich wusste das sofort, weil das einfach meine Lieblingsbücher sind. Es sind alles Sachbücher, auch alle von Frauen, die irgendwie draußen unterwegs sind, weil das halt einfach mein Thema ist und auch meine Inspiration ist. Also einfach viel, ich hole mir einfach viel aus Büchern. Das erste Buch ist Paddling North von Audrey Sutherland und das ist, glaube ich, einfach so tatsächlich mein absolutes Lieblingsbuch und auch meine absolute Lieblingsfrau, was irgendwie das Draußensein angeht. Die lebt mittlerweile leider gar nicht mehr. Sie ist, ich glaube, also sie hat auf Hawaii gelebt und hat erst mit so 60 Jahren angefangen, irgendwie mit dem Kajak durch Alaska zu fahren, beziehungsweise an Alaska entlang und hat es dann einfach so für 20 Jahre irgendwie gemacht und hat dann auch darüber geschrieben, hat auch ein Buch geschrieben über Paddeln in Hawaii und ja, einfach so ihre Herangehensweise hat mich einfach total beeindruckt. Ihr Motto ist so ein bisschen, oder das ist auch ein Zitat aus dem Buch, Go solo, go simple, go now, also geh allein, geh einfach, geh jetzt. Und das ist für mich so die Antwort auf alle Zweifel, die man irgendwie haben könnte, was das Draußensein angeht. Oder wenn man sich irgendwie überlegt, ah, soll ich das jetzt machen oder nicht? Also so wirklich dieses
Man braucht nicht viel, um irgendwie seine ja, Abenteuerträume erfüllen zu können. Also klar gibt es irgendwie manchmal Beschränkungen oder sowas, aber im Prinzip braucht man einfach nicht viel und kann, weiß ich nicht, so wie ich damals auch irgendwie einfach mit dem alten Rucksack vom Papa losziehen notfalls. Man kann alleine gehen, jeder kann alleine gehen. Das muss vielleicht nicht irgendwie die liebste Beschäftigung sein, aber es ist tatsächlich möglich, so wenn man, das hört man ja auch ganz oft so, ach, ich finde aber niemanden oder es kann niemand irgendwie mitkommen gerade oder so, einfach mal probieren. Und der beste Zeitpunkt ist halt immer jetzt, also oder bald zumindest und nicht irgendwie in 10 Jahren, weil man einfach nicht weiß, was in 10 Jahren ist. Und genau, das ist das erste Buch. Dann habe ich von Sarah Marquis, Allein durch die Wildnis. Und Sarah Marquis ist eine schweizerische Abenteurerin, also tatsächlich so ganz im klassischen Sinne, die total verrückte Sachen macht, ihr ganzes Leben lang schon. Und das in dem Buch wandert sie von der Mongolei, also hier jedenfalls von ganz oben bis, nee, nicht die Mongolei, Sibirien, bis ganz oben, von Sibirien bis nach Australien in 3 Jahren. Und das ist natürlich sehr beeindruckend. Was mich aber vor allem auch an ihr oder an dem Buch auch beeindruckt hat, ist einfach ihre Art, irgendwie Natur wahrzunehmen. Und sie hat einfach so eine ganz besondere Verbindung zur Natur, die sie in dem Buch auch irgendwie ganz gut beschreiben kann, die ich so einfach vorher auch noch nie gelesen habe. Da muss ich einfach, also das Buch habe ich schon vor ewigen Jahren, also vor ein paar Jahren gelesen, und das, da muss ich einfach ganz oft dran denken, so wie sie irgendwie, so was würde Sarah Marquis jetzt irgendwie über die Situation denken oder so. Und dann noch ein neueres Buch von Amy Liptrot, Nachtlichter. Ich glaube, das kam erst im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr raus, und das also sie, da geht es darum, sie war Alkoholikerin und ist dann zurück auf ihre Heimatinsel gegangen, auf den Orkney Islands, also ganz im Norden Großbritanniens, und hat dort in einem kleinen Haus gelebt und ja, hat einfach auch so durch die Natur wieder zu sich selbst und zur Gesundheit gefunden sozusagen. Und ja, also einfach so, da fand ich einfach total toll, wie sie halt so mein geliebtes Großbritannien irgendwie beschreibt und so die Natur dort und was ihr alles so dort widerfährt und so. Und genau. Das waren meine Tipps. Also sitzen diese drei Frauen quasi imaginär auf deiner Schulter und beraten dich, wenn du allein unterwegs bist? Ja, ich glaube tatsächlich irgendwie schon. Also das ist irgendwie so. Ja. Frauen, die einen bestärken. Das ist ein großes Thema. Auch für dich in deiner Facebook-Gruppe, den Club der Abenteurerin, und auch in deinem Buch. Frauen auch zu ermutigen, sich was zu trauen und einfach mal zu machen. Jetzt. Das finde ich ganz, ganz toll. Und du sagst ja auch in deinem Buch, Abenteuer wagen, Welt entdecken, dafür gibt es keinen besseren Zeitpunkt als eben jetzt oder bald. Siehst du das so als deine Mission, Frauen zu ermutigen und sie inspirieren, sich etwas zu trauen? Ja, definitiv. Also ich meine, einerseits meine Mission, einfach natürlich Leute allgemein dazu zu motivieren, einfach mehr rauszugehen und genauer hinzuschauen und einfach mehr über die Welt da draußen zu lernen, weil es, glaube ich, einfach aktuell so ein bisschen fehlt. Das mit den Frauen ist aber schon, also es ist, also einerseits ist mir schon immer wichtig zu betonen, so Frauen können das Gleiche wie Männer grundsätzlich machen, und ich wehre mich eigentlich immer so ein bisschen gegen diese Unterscheidung. So, weil man das halt auch ganz oft hört, so alleine als Frau, was? Du wanderst hier ganz alleine als Frau durch die Gegend? Und dann denke ich mir so, ja, keine Ahnung, warum nicht? es ist aber halt tatsächlich einfach auch so, dass, ja, ich glaube, Frauen seit langer Zeit einfach irgendwie so direkt oder indirekt eingeredet wird, dass sie einfach weniger können oder weniger leisten können oder ich weiß auch nicht. Und das merkt man, also ich merke das total oft einfach auch von bei Nachrichten, die ich von Lesern bekomme, die so, stecken einfach so ganz andere Ängste dahinter, während Männer einfach oft sagen, ach, das probiere ich jetzt einfach, ist so halt einfach bei Frauen, ja, und ich möchte nicht alleine in den Wald und so, das steckt einfach in uns allen oder in vielen von uns Frauen irgendwie drin, und deswegen gibt es halt auch diese Gruppe.
die halt auch wirklich nur für Frauen ist, weil es einfach so, ja, wenn Frauen Frauen bestärken, das hat einfach nochmal eine andere Wirkung und einen anderen Wert, finde ich. Und das wird auch ganz gut angenommen. Also ich glaube, es gab dafür auch Bedarf, deswegen sind da auch einfach mittlerweile, ja, ich glaube 8000 oder wie viele es waren, Frauen drin. Und das ist super cool. Apropos coole Frauen, die Haltung zeigen und was bewegen. Du hast einmal die Königin von England getroffen. Ja. Ja. Das war, Regie, ja. Zeig mal das Bild. Ich war leider zu spät, um sie zu fotografieren. Scheiße. Ja, ich habe leider kein Foto machen können von ihr, weil sie zu schnell an mir vorbeigerauscht ist in ihrem Land Rover oder was das war. Das war tatsächlich auch damals auf meiner ersten Schottlandreise. Ich bin so wirklich mitten im Nirgendwo irgendwo in Schottland durch die Pampa gelaufen und bin dann an so einem alten Gutshaus vorbeigelaufen. Ich habe es in der Ferne gesehen und habe dann eine ältere Frau mit mehreren kleineren Hunden und mehreren großen Männern im Schlepptau irgendwie in der Ferne gesehen und wusste überhaupt nicht, wo die herkommt. Dann zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht, dass man auf der anderen Seite des Sees dort mit dem Auto hinfahren kann. Ich dachte mir nur, wie kommt diese alte Frau hier hin? Und dann bin ich weitergelaufen und höre plötzlich irgendwann von hinten Autos ankommen. Und ja, im ersten Auto saß dann tatsächlich die Königin von England am Steuer alleine und hat mir zugewunken oder sich bei mir bedankt, dass ich ihr Platz gemacht habe. So habe ich es mal interpretiert. Also hat sie tatsächlich hier diesen hier gemacht? Ich hatte schon so ein, also ich glaube nicht ganz so, es war schon eher so ein bisschen legerer, aber man hat schon gesehen, dass sie das nicht zum ersten Mal macht. So die Sache mit dem geübtes Winken. Genau. In Handschuhen auch, das weiß ich noch. Ja. Eine Dame trägt Handschuhe. Wir haben noch eine Frage. Welches Land hat dir am meisten gefallen und was war das dramatischste Erlebnis? Grundsätzlich mag ich viele Länder. Ich mag es halt überall, wo es wirklich so, ja, ich sag mal, so weit wild und leer ist, möglichst wenig Menschen und Straßen und so. Aber tatsächlich ein Land, was ich mit am meisten mag, ist einfach Großbritannien. Also weil mir einfach die Landschaft dort total gefällt, weil man, obwohl es ja auch ein relativ eng besiedeltes Land ist, ganz viel Weite dort findet und ganz tolle Landschaften. Es gibt wahnsinnig viele Wanderwege und das Wandern ist einfach auch so ganz tief in der Kultur verwurzelt dort. Also man kann auch ins plüschigste Bed and Breakfast irgendwie mit dreckigen Wanderschuhen reinstapfen und niemand beschwert sich. Und ich glaube, so die Mischung macht es einfach für mich total spannend und man ist halt auch schnell da, man kommt mit dem Zug hin. Ja, Großbritannien, das dramatischste Erlebnis, ich hatte tatsächlich nicht so wirklich viele dramatische Erlebnisse, zum Glück, jetzt müssen wir wieder klopfen. Ich hatte einen Tag mal, das war damals auch auf meiner Durchquerung durch Großbritannien, wo ich wirklich so 30 Kilometer irgendwie durch Sümpfe laufen musste. Das war dann nicht mehr so schön irgendwann, weil ich auch einfach keinen Platz hatte, um irgendwie Pause zu machen, um mich mal auszuruhen oder so. Aber mir ist tatsächlich, also ich bin tatsächlich noch nie irgendwie in brenzlige Situationen oder so gekommen. Was wahrscheinlich an meiner guten Planung und Vorbereitung liegt. Genau. Und an deiner grandiosen Excel-Liste. Vergessen wir die Excel-Liste nicht. Definitiv. Danke, Excel. Liebe Katrin, wir müssen langsam zum Ende kommen. Aber eine Sache muss ich noch zitieren aus deinem Buch. Und da finde ich, du hast einen grandiosen Abschlusssatz geschrieben. Es geht um die Frage, was man im Leben braucht, um irgendwann für sich selbst sagen zu können, dass es ein gutes war, ein gutes Leben. Darüber können wir nun alle nachdenken. Was braucht es wirklich für ein gutes Leben? Welche Erlebnisse, welche Menschen, welche Dinge oder vielleicht gar keine Dinge? Die Frage am Ende dieses Talks ist also, was brauchst du, genau du, für ein gutes Leben?